Sozial ist, was Arbeit schafft. Sozial ist das, was Arbeitsplätze schafft. Sozial ist, was Arbeit schafft. Wir schaffen die Möglichkeit des Hineingleitens in einen regulären Arbeitsplatz. Das ist doch das Entscheidende. Es gibt keine Industrienation, die so gut angesehen ist wie wir. Aber ohne die soziale Marktwirtschaft wäre dieser Erfolg nicht vorstellbar. Und ohne die soziale Marktwirtschaft ist dieser Erfolg auch für die Zukunft nicht zu gewährleisten. Der Satz von Frau Merkel und der CDU, sozial ist, was Arbeit schafft, ist nicht die Meinung der SPD und nicht von mir. Sozial ist, was gute Arbeit schafft, die anständig entlohnt wird. Die Zunahme des Missbrauchs von Leiharbeit, von Werkverträgen ist ein zentrales Thema. Es spaltet unseren Arbeitsmarkt, der spaltet Gesellschaft. Das sorgt dafür, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft brüchig wird, der aber eine wesentliche Voraussetzung ist, auch für unser ökonomisches Wohlergehen. Und deshalb ist die SPD der Auffassung, dass dieser Missbrauch von Leiharbeit, Zeitarbeit, Werkverträgen, Minijobs eingegrenzt werden muss. Sollen die Menschen Sie also diesmal wählen, damit Sie all das korrigieren können, was Sie mit der rot-grünen Regierung damals anders gemacht haben? Wieso und zwar grundsätzlich? Wieso all das, Frau Illner? Diese Agenda 2010 ist, wie ich glaube, ein Beitrag, ich will das gar nicht jetzt überbewerten, ein Beitrag, warum Deutschland ganz gut steht im europäischen Vergleich. Da rate ich dazu, dass die Sie SPD sagen selbst, selbst, wie viele Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Vertritt. Die Agenda 2010 war sehr viel mehr als nur eine Arbeitsmarktreform. Aber im Rahmen dieser Arbeitsmarktreform ist es zu Fehlentwicklungen gekommen. Und übrigens, Gerd Schröder selbst hat gar keine Mühe zu sagen, dass solche Fehlentwicklungen dann auch von der SPD korrigiert werden. Und mit mir als Bundeskanzler werden diese Fehlentwicklungen korrigiert. Sozial ist, was Arbeit schafft. Sozial ist das, was Arbeitsplätze schafft. Sozial ist, was Arbeit schafft. Wir schaffen die Möglichkeit des Hineingleitens in einen regulären Arbeitsplatz. Das ist doch das Entscheidende. Es gibt keine Industrienation, die so gut angesehen ist wie wir. Aber ohne die soziale Marktwirtschaft wäre dieser Erfolg nicht vorstellbar. Und ohne die soziale Marktwirtschaft ist dieser Erfolg auch für die Zukunft nicht zu gewährleisten.